Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 18. Oktober. Die Energien des heutigen Tages sind Mesonari als erstes Symbol. Dann hier zeigt sich schon das nächste Solaya. Wow, heute haben wir einen feurigen Tag, so fühlt sich das an. Und nochmal Anina, genau wie gestern. Wow. Ja, heute geht es wirklich darum, das Feuer unserer Transformationskraft vollumfänglich zu nutzen, zu leben, zu erwecken, was auch immer ansteht in jedem Einzelnen und wirklich unser Seelenfeuer mit der Welt zu teilen. Ja, es geht wirklich darum, dass wir verstehen dürfen, Mesonadi ist unsere Transformationskraft. Das ist die kosmische Transformation. Die kosmische Transformation trage ich in mir. Es ist das Symbol, das Siegel, das wirklich, das Siegel der Wunder, würde ich mal sagen. Es ist die Frequenz, mit der Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und jeder Prozess, jede Manifestation, jeder alchemische Prozess besteht immer aus dem Gleichgewicht aller Elemente. Und hier haben wir wirklich auch diese zwei Farben. Es ist diese grün-violette Energie, die auch beschrieben ist im Zwölf-Siegelwerk und die man ja mit den menschlichen Möglichkeiten schlecht darstellen oder auch sehen kann. Man sieht diese Farben grün-violett, dieses Transluzente am ehesten in der Meditation. Und Mesonadi hilft uns wirklich zunächst mal in diese Ruhe zu kommen. Grün ist ja die Farbe der Harmonie, weder kalt noch warm, grün harmonisiert und gibt mir eben genau das, was ich brauche. Mehr Energie, wenn ich zu wenig habe oder es beruhigt mich, wenn ich eben zu viel Energie habe, zu aufgeregt, zu unruhig bin. Und Violett ist eben zum einen die Reinigung, aber auch gleichzeitig diese absolute Tiefenentspannung. Das bedeutet, Mesonadi bereitet mir den Weg, dass ich ganz tief Platz in mir selbst nehmen kann, dass mein Kopf leer wird, dass ich komplett leer werde und nur noch in diese Verbindung, in mein Ich Bin eintauchen kann. Ja, das ist ja oft so schwer zu meditieren, zum Beispiel, weil unser Kopf wirklich ratter, 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 ratter. Ich sage oft, ja, ich bin vom Weg von A nach B und wenn ich bei B bin, weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da wollte, weil ich zwischendurch schon wieder 2000 andere Gedanken hatte. Und Mesonadi hilft mir einfach, in eine absolute Ruhe, in eine Empfangsbereitschaft zu kommen, dass ich meine höheren Gaben, und jeder Mensch hat eben seine höheren Gaben der Wahrnehmung, des Wissens, des geführt und geleitet Werdens von unserem höheren Selbst, der Seele, von unserer Ich-Bin-Präsenz. Wir müssen nur in die Stille gehen und ruhig werden, um diese Gaben zu erkennen. Bei jedem drückt sich das anders aus. Der eine ist eher hell wissend, der andere ist eher hell fühlend, hell sehend, hell hörend oder empfängt Gerüche. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungszugänge. Manchmal haben wir auch mehrere kombiniert. Manchmal entwickeln sich diese mit der Zeit. Jeder Mensch hat das, ausnahmslos jeder. Und ich sage es ganz ehrlich, wenn ich meinen gefunden habe, findest du deinen auch. Weil ich saß ganz am Anfang meiner spirituellen Erfahrungen in meiner Reiki-Gruppe damals und dachte, um alles in der Welt, wovon sprechen die? Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich fühle nichts, bei mir dreht sich gar nichts. Und das hat mir einen unglaublichen Stress gemacht. Und die liebe Sanati, mit der ich heute noch total in Liebe verbunden bin, weil sie mich wirklich in den Anfängen auf diesem Weg begleitet hat, sagte immer, das kannst du auch. Und ich, ehrlich, meinst du wirklich? Ich soll das auch können? Und irgendwann habe ich verstanden, dass mein Zugang eben eher der Hellwissende war anfangs. Ich habe einen Impuls gehabt, ich wusste, das ist so. Und es war auch schon immer so. Das war für mich ganz normal. Nur konnte ich das nicht eben als meinen Wahrnehmungszugang erlauben. Und und dann auch wieder in diesen Reiki-Gruppen habe ich dann auch immer so in diesen Austausch, wie viel die meditieren und so. Dann habe ich auch mal gesagt, meine Güte, was ihr da immer alles macht. Ich war da damals noch Unternehmerin. Und dann sagte Sanati auch, naja, du hast dich halt für einen anderen Weg entschieden und investierst deine Zeit woanders. Und da habe ich auch wieder begriffen, aha, es ist eine Wahl, es ist eine Wahl. Und ab dem Moment bin ich morgens ganz, ganz früh aufgestanden und habe
dann begonnen zu meditieren. Und als ich angefangen habe, diesen Wahrnehmungszugang über Impulse anzunehmen, haben sich andere Dinge auch entwickelt. Also ich kriege oft Gänsehaut jetzt, ich fühle, ich sehe manchmal Dinge. Das ist immer unterschiedlich. Es hat auch immer was damit zu tun, mit wem ich in Verbindung bin. Ist auch in den Channelings ganz unterschiedlich. Aber dieses zur Ruhe kommen, das muss stattfinden, damit wir eben auch unseren Zugang erkennen können. Und so noch ein kurzer Exkurs am Rande, kam es beispielsweise zu den 12 Siegeln. Ich habe am Anfang immer nur Channelings gemacht, eben Einzel-Channelings für Menschen. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, eigentlich würde ich gern mit dieser Gabe mal noch ein bisschen mehr anfangen, als den Leuten über mich quasi immer nur diese Fragen zu beantworten, kommt denn mein Ex-Freund wieder zu mir zurück oder nicht? Und wobei das, ich verstehe einfach, wie sehr das belasten kann, aber ich dachte, ja, ein Stück weit, könnte ich denn mit dieser Gabe, wie könnte ich noch dienen? Und dann war die Antwort, ja, dann musst du halt mal still werden. Und dann wurde ich still und plötzlich habe ich die 12 Siegel empfangen und habe das in einem Zeitraum von 2 Jahren dann alles niedergeschrieben, gechannelt anfangs. Ich bin ein reines Sprachmedium gewesen. Ich konnte nur sprechen, aufnehmen und musste es dann wieder abtippen. Und auch da durfte ich dann die geistige Welt um Hilfe bitten, wirklich dann das auch in Computer schreiben zu können, dass ich nicht immer aufnehmen muss. Seitenweise war das dann, es war einfach unheimlich viel Arbeit. Damals war meine Tochter noch ganz, ganz klein und ich konnte es immer nur in ihrer Schlafenszeit dann machen. Ja, und so kam das eben durch das stille Werden. So habe ich diese Gabe anders leben können. Dadurch konnte ich dieses Werk der 12 Siegel channeln und in die Welt bringen. Und jetzt haben wir heute eben dadurch die Tagesimpulse und ein Werkzeug, das Menschen schon geholfen hat, mit Todesdiagnose heil zu werden und viele andere Dinge. Ja, und das ist unter anderem auch Mesonadi, wirklich schwerste Krankheitsmuster aufzulösen, zu durchtrennen, aber vor allem mich in meine Transformationskraft zu bringen, weil jede Heilung ist Selbstheilung. Ja, und wenn ich dieses Licht in mir annehme und diese Vollkommenheit und diese Transformationskraft einfach annehme, und es beginnt immer mit Vertrauen, das ist eine Wahl, hatten wir die Tage schon, und Vertrauen ist annehmen, dass ich diese Transformationskraft habe. Und Transformationskraft ist immer eine sehr feurige Energie, weil ich das Dunkle in Licht verwandle in mir und dadurch in der Welt. Und das ist Mesonadi, Tote zum Leben zu erwecken, Verzweiflung in Hoffnung zu bringen, Traurigkeit in Freude zu wandeln, Angst in Vertrauen zu wandeln, Hass in Liebe, ja, und darum geht es. Und Solaya verstärkt das, indem ich wirklich die Kraft der großen Sonne, die ich bin, das Licht der großen Sonne, ja, von Vater Himmel, durch mich in Mutter Erde fließen lasse, diese bedingungslose Liebe von Mutter Erde und das Licht von Vater Himmel, das darf durch mich fließen und in die Welt kommen, zuerst in meine Welt. Ja, und wir können uns das zum Beispiel einfach auch mal so vorstellen, dass wir gleichzeitig, wenn du das kannst, einen Atemzug nehmen und uns vorstellen, dass bei diesem Einatmen gleichzeitig von der höchsten Quelle, von Vater Himmel, das Licht und von Mutter Erde, die bedingungslose Liebe in dein Energiefeld fließt. Du nimmst es in dein Herz auf und atmest es aus, zuerst in alle deine Zellen und dann nimmst du vielleicht den nächsten Atemzug und ernährst dich einige Atemzüge wirklich mit dieser bedingungslosen Liebe und mit diesem Licht und verströmst das in deine Zellen, dann in deinen Raum, dann in deine Familie und dann in deine Welt. Ja, und damit kannst du wirklich das Licht, die Sonne, die Kraft, die du bist, indem du dir erlaubst, alles in dir zu wandeln, was dir nicht dient. Dadurch wandelst du es in der Welt und stellst der Welt dein erlöstes, vollkommenes, göttliches Licht und deine vollkommene, erlöste Liebe zur Verfügung. Und ich lade dich ein, wirklich das zu wiederholen, was ich die letzten Tage immer wieder sage. Wie fühlst du dich? In welchem Zustand bist du? Ja, wo Unzufrieden, wo Unfrieden ist, wo Streit ist, darf Frieden entstehen. Und du kannst diese Gefühle in dir wandeln, indem du sie annimmst, indem du die Transformationskraft von Mesonadi fließen lässt, diese verstärkst mit der Lichtkraft von Solaya. Und die Lichtkraft von Solaya wandelt jeden Schatten in Licht. Und wenn er noch so dunkel ist, jede Besetzung kannst du mit der Kraft von Solaya entfernen. Und dann kannst du wahrlich dein Anina wählen. Ja, du bist die Seele, ja, die inkarniert ist in einem physischen Körper.
und die ihr Licht auf diese Erde bringt. Und du bist frei in deiner Wahl, wie du dein Licht erdest. Das Wichtigste ist, dass du Freude dabei empfindest. Also was macht dir Freude? Wer möchtest du heute sein? Was macht dir heute Freude? Und dann geh in diese Freude und mach dir keinen Stress, dass du deine Berufung finden musst oder irgendwas. Du lebst deine Berufung, indem du wirklich dieses Licht, ich habe es die Tage öfters erklärt, der Quelle, von der höchsten Quelle durch dich, durch deinen Körper fließen lässt und auf die Erde bringst, wie wir es gerade eben mit der Atmung gemacht haben. Und so möchte ich heute wirklich das Bewusstseinsfeld errichten, initiieren, das uns alle befähigt und ermächtigt, unsere Transformationskraft, ja, anzunehmen und zu leben und erst uns selbst zu schenken und dann dem großen Ganzen. Om Esunadi, Om Solaya, Om Anina, Om Esunadi, Om Solaya, Om Anina, Om Esunadi. Om Solaya, Om Anina, Om Esunadi, Om Solaya, Om Anina. Ich wünsche dir heute unendlich viel Freude beim Entdecken und Annehmen deiner Transformationskraft. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem Haar. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.